Wie war es wohl 1527 in Kiel? Sicher ist, irgendwann erreicht ein Mann die Stadt, der für Unruhe sorgen wird. Schon von Weitem muss er den Turm der St.-Nikolai-Kirche gesehen haben. Dort will er hin, der selbsternannte Prediger mit einem Empfehlungsschreiben vom dänischen König Friedrich I. Mit Martin Luther verstand er sich dagegen nicht so gut. Er heißt Melchior Hoffmann. In vielen Städten hat er sich schon als Reformator versucht, aber jedes Mal gibt es Streit. Und jetzt kommt er nach Kiel. Damals ist Kiel eine mittelalterliche Handelsstadt, gehört zur Hanse. Johannes Rosenplinter von der Stadtbibliothek kennt die historischen Orte gut. Der damalige Hafen befindet sich in der Nähe der heutigen Fußgängerzone. Wenn ein Schiff hier anlegte, dann konnte das entweder direkt an die Schiffsbrücke anlegen, die sich genau hier befand, wo wir uns jetzt hier bewegen, oder aber es lag eben auf Rädern und konnte dann mit Booten entladen worden werden. Das hing so ein bisschen von der Größe des Schiffs ab. Eine Seehandelsstadt war Kiel dagegen nie. Als Melchior Hoffmann ankommt, gibt es nur wenige tausend Einwohner. Sie sah so aus wie alle Städte im norddeutschen Raum. Eine Stadt, die vor allem aus Backstein gebaut wird, viel Rot. Die große Hauptkirche in der Mitte, eine schöne Stadtsilhouette, drumherum Reste einer Stadtmauer. Das ist das, was er wohl als allererstes gesehen haben wird, wenn er nach Kiel gekommen ist. Geht Melchior Hoffmann zuerst in die Kirche St. Nikolai? Dort sollte er ja predigen. Oder taucht er zunächst in das mittelalterliche Treiben auf den Straßen rund um die Kirche ein? Hier wird aber auch viel Trubel auf der Straße gewesen sein. Hier konnte man einfach Geld verdienen, hat man eine Lebensgrundlage. Und zwar hier in Kiel vor allen Dingen als Handwerker. Das heißt, hier haben ganz viele Leute als Handwerker gearbeitet, eben als Gerber oder als Maurer oder als Tischler, als Bäcker, aber auch als hochwertige Handwerker. Goldschmiede gab es zum Beispiel, Möbeltischler gab es. Und da fand man einfach hier ein Auskommen. Und am Ende, wir reden ja über den Beginn der frühen Neuzeit, den Umbruch zwischen Mittelalter und früher Neuzeit, da ist das Leben ein reiner Überlebenskampf. Und da war man froh, wenn man sein Auskommen hatte. Diesen Kampf ums Überleben kennt der neue Prediger gut. Denn er ist Kürschner, er verarbeitet Pelze. Die Handwerker und die unteren Schichten leben oft in großer Armut. Kurz vor Hoffmanns Eintreffen beschließen die Stadtväter, die Reformation hier einzuführen. Doch Hoffmann will mehr. Er verurteilt soziale Missstände. Professor Andreas Müller hat die Geschichte der Reformation in Kiel erforscht. Melchior Hoffmann war nicht im engeren Sinn Theologe. Der war Kirschner, also ein ganz handfester Handwerker. Und der hat Reformation auch in dem Sinne verstanden, dass sich die Gesellschaft zu ändern hat. Dass die Gesellschaft mehr Reich Gottes werden muss. Reich Gottes, und zwar nicht irgendwo fern im Himmel, sondern genau hier auf Erden. Das umzusetzen, das war seine zentrale Intention, sein zentrales Anliegen. Mit dieser sozialen Botschaft wurde er schnell bekannt in der Stadt. Hier in der Kirche St. Nikolai hat er gepredigt. Vieles sieht hier heute anders aus als vor 500 Jahren. Die Bomben des Zweiten Weltkriegs haben die Altstadt, den nahen Hafen und die Kirche schwer getroffen. Aber bis heute sind die Geschichten nicht vergessen, die sich hier abspielten. Dass sich Melchior Hoffmann auf die Seite der Armen und gegen die Politik der reichen Ratsherren stellte, machte ihn schnell bekannt in Kiel. Matthias Wünsche ist heute Pastor in der Kirche St. Nikolai. Das Bild von Melchior Hoffmann ist immer noch lebendig. Er ist von Anfang an als Spaltpilz aufgetreten. Er hat es immer geschafft, auf der einen Seite ratskritisch zu sein, auf der anderen Seite aber die kleinen Handwerker und die Leute, die es sonst so gegeben hat, die sich zur Stadtkirche gehalten haben, gegeneinander aufzuwiegeln als Freigeist, als Schwärmer mit seinem schwärmerischen Anteil. Aber ich denke, dass die Ratskritik auf alle Fälle etwas gewesen ist, was haften geblieben ist. Er hat das, was er als soziale Missstände meinte, angegriffen. Und da er ein freies Wort in Anführungsstrichen geführt hat, wird das mit Sicherheit nicht so höflich zugegangen sein wie heute, so im Sinne des Common Sense oder Political Correctness, sondern er wird die entsprechenden Ausdrücke seiner Zeit benutzt haben. Diese Unruhe wegen Melchior Hoffmann nutzen die Altgläubigen. Ein Kircher namens Wilhelm Pravest zieht Luther mit in den Streit hinein. Ein reger Briefwechsel. Luther will keine soziale Revolution, er will die Erneuerung der Kirche. Als Pravest aber hinterrücks Spottverse gegen Luther schreibt, wird klar,
Er will die Reformation insgesamt verhindern. Der Wittenberger ist sauer. Oh ja. Also der erste Brief an Prave, also Praves schreibt in Latein, dann antwortet Luther, ja, Niederdeutsch, Plattdeutsch würde man heute vielleicht sagen. Es sind scharfe Worte, mit denen er ihn angreift. Ja, also ich meine, sinngemäß fällt es so tatsächlich, also halt den Mund. Das geht nicht, wie du mich betrügst. Ich habe deine Spottgedichte hier vorliegen. Ja, ich habe mich getäuscht in dir. Ich will nicht mehr, dass du irgendwas mit der Reformation zu tun hast. Es sei denn, du meinst, es ist irgendwann mal ehrlich. Ja, aber er ist sehr bestimmt. Mit diesem Schreiben schaltet Luther zunächst die Altgläubigen aus. Im Norden kommt es nun zu einer Auseinandersetzung zwischen Schwärmern wie Melchior Hoffmann und den Lutheranern. Eine Geschichte macht deutlich, wie aufgeheizt die Stimmung damals ist. Es gibt eine Überlieferung, die wir nicht so hundertprozentig verifizieren können, die da besagt, dass es tatsächlich auf der Kanzel oder auf der damaligen Kanzel einen Kanzelstreit gegeben hat. Aber nicht Kanzelstreit, wie man das so im Allgemeinen literarisch versteht, sondern man hat sich wirklich geprügelt auf der Kanzel. Und das kennen wir von anderen Kirchen ja auch, dass die Lutheraner oder diejenigen, die die Reformation einführen wollten, durchaus in der Lage waren, die altkirchlichen Prediger von der Kanzel zu singen, zu schreien, runterzuschmeißen. Und es hat einiges für sich, wenn man sich den Feuerkopf Melchior Hoffmann klar macht, dass Ähnliches hier auch passiert ist. Die Folge? Wieder einmal muss der Reformer Melchior Hoffmann eine Stadt verlassen. Dennoch ist die Geschichte wichtig für den Norden. Denn hier und in anderen Hansestädten setzt sich nun die lutherische Reformation durch. Meint Daniel Murkojanes, Reformationsbeauftragter der Nordkirche. Tatsächlich glaube ich, dass Hansestädte doch immer schon eher offen für den Wandel gewesen sind. Und insofern ist die Reformation sicher nicht ganz ohne Zufall in den Hansestädten doch schnell und ohne große Widerstände heimisch geworden. Für den Norden Deutschlands, Skandinavien, Baltikum, Nordeuropa gilt einfach, es ist das geschlossenste lutherische Gebiet, was mit und seit der Reformation entstanden ist. Das Verdienst von Melchior Hoffmann, würde ich sagen, ist, dass er deutlich gemacht hat, Religion muss auch irgendwelche Auswirkungen in die Gesellschaft haben. Und zwar nicht nur Auswirkungen, die denen da oben helfen, sondern Auswirkungen, die allen zugutekommen. Die Reformation hat sich nicht irgendwie verschlafen umgesetzt, ja, sondern da ging es zur Sache. Um nicht zu sagen, da ging die Post ab, bis hin eben also zur Aufruhr, zu Umsturz, zu Prügeleien auf der Kanzel und so weiter. Also wir sind da in guter Gesellschaft und das tut einem Kieler gut, wenn er in guter Gesellschaft ist. Hoffmanns Lehren bestehen bis heute fort. Sie prägen die Bewegung der Täufer. Aber das ist die Geschichte einer anderen Stadt und einer anderen Zeit.